Mit unauffälligem Verhalten hat er nicht viel am Hut. Undercover Cop Tanner aus Ataris Driver-Serie. In seinem dritten Konsoleneinsatz soll der Held einer Bande von Autodieben das Handwerk legen. Doch zuerst muss er deren Vertrauen erschleichen. Oder besser gesagt, erfahren. Etwa 80% der Aufträge in Driver 3 bestreiten sie nämlich am Steuer der unterschiedlichsten Fahrzeuge. An Bord von schicken Straßenkreuzern, Motorrädern oder sogar Bussen und Trucks sabotieren sie gegnerische Banden und liefern sich Verfolgungsjagden, bei denen heftig die Reifen qualmen. Gelegentlich darf Tanner auch zu Fuß seiner Arbeit nachgehen, um nach GTA-Vorbild seine Umgebung kaputt zu schießen oder Autos zu stehlen. Doch am meisten Spaß macht es, die Leistungs- und Strapazierfähigkeit der Fahrzeuge bis an ihre Grenzen auszutesten. Wie glaubwürdig sich die virtuellen Vehikel verhalten, demonstriert diese PlayStation 2-Version schon sehr eindrucksvoll. Geht ihrem Untersatz mal ein Reifen verlustig oder die Achse zu Bruch, dann kommen sie auch am Gamepad ganz schön in Schlingern. Schäden an der Karosserie und in der Spielwelt werden mit ungeheurer Liebe zum Detail dargestellt. Da zersplittern Scheiben und Scheinwerfer, zerknautschen Motorhauben unter Lampenpfählen oder werden ganze Autos von Sprengsätzen auseinandergerissen. Wie im Vorgänger können sie auch wieder Kameras in der Spielumgebung anbringen, um Tanners coolste Stunts aufzuzeichnen und im virtuellen Filmstudio zu bearbeiten. Ein Fest für Liebhaber krachender Bildschirm-Action.